willkommen zu einer neuen Ausgabe von Veggie TV, präsentiert von Reformhaus und vegetarischerezepte.com. Wir machen heute ein Honig-Senf-Dressing. Richtig, das kann man als Salatdressing benutzen. Man kann es aber auch zum Beispiel zum Marinieren benutzen. Heute machen wir das für einen Salat. Genau. Welche Zutaten nehmen wir denn dafür? Senf, da haben wir zwei Senfsorten. Einmal hier den mittelscharfen Senf. Machen wir am Anfang schon gleich mit rein für die Konsistenz. Und am Ende dann noch hier diesen körnigen Senf. Das sieht einfach schöner aus. Den Honig, der darf nicht fehlen, damit es ein bisschen süß schmeckt. Olivenöl. Ein Schuss Weißweinessig, Petersilie, Gemüsebrühe und Pfeffer zum Würzen. Okay, gut. Mit was fangen wir jetzt an? Erstmal das Olivenöl hier rein. Davon brauchen wir 100 Milliliter. Von dem Weißwein ein Schuss, ein Esslöffel ungefähr. Vom Honig brauchen wir 2 Esslöffel. Dann den Senf, 4 Esslöffel. Wie gesagt, wir nehmen hier heute 2 von dem normalen mittelscharfen Senf. Ein bisschen Pfeffer noch und Gemüsebrühe. Einfach eine Prise. Die Petersilie müssen wir auch noch hacken. Wie viel nehmen wir davon? Dass wir hinterher so 3 Esslöffel voll haben ungefähr. Genau, das können wir da reinmachen. Jetzt wird es einmal durchgerührt, bis wir hier emulgiert. Dass das und jetzt könntest du von dem körnigen Senf mal auch mir 2 Esslöffel hier noch und da noch einmal kurz durch. So, dann nappiere ich von dem Dressing hier jetzt ein bisschen an. Und als Deko haben wir hier noch essbare Blüten. Guten Appetit!